Und jetzt sind wir in einem Status, wo wir euch auch anfangen können mitzunehmen. Das Auto wird komplett originalgetreu, ja. Auch als Ford Capri RS, wie das zusammengebaut. Ja. Komplett original. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein ganz besonderes Auto. Auto von meinem Vater. Ne? Viele sagen immer, was macht denn der Opel da in der Halle? Das magst du gar nicht, wenn man das sagt. Ne? Opel. Sagen viele. Ja? Es geht hier um einen Ford Capri RS. Dieses Auto, also das Auto sieht ja jetzt hier schon echt schick aus und neu, aber das Auto hat ja eine Historie. Seit wann ist das Auto hier? 2016. Kannst du das vorstellen? Was haben wir heute? Chris, 2022. Ist auf dem Mist von meinem Vater gewachsen. 2016 ja, hat das Anfang da angefangen, ne? Auch ja. Auf der Hänge. Ja. Ja. Halle war gerade fertig hier. 2016 wurde der Capri reingeschrieben. Ich zeige euch mal kurz hier auch Langzeitprojekt Ford Capri RS. Ist aber kein Kundenprojekt. Ist von meinem Vater. Der ist jetzt im Rentenalter und dem habe ich versprochen, dass er sich das Ding hier zurechtbauen darf. Ich bin total glücklich, dass ich ihm das vor 2 Jahren erlaubt habe. Und ihr seht, wie weit wir seit 2 Jahren gekommen sind. Warum, weshalb, wieso? Mein Vater hat früher einen Capri gefahren, aber natürlich keinen. Was haben wir denn hier überhaupt? Ein Capri RS. RS 26. 26. RS 2600. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich kenne die Fotos von früher. Capri Was 1, hast du früher ja. gefahren? Fotos, ihr kriegt alle Fotos, gibst du ihm, ne? Schick. 75 habe ich meinen ersten 1700 GT XL bekommen, ja. Was auch immer das ist, aber ein schmales Ding, ne? Ja, schmal, aber sah gut aus. Doch. Und hast du nicht irgendwas auf der Motorhaube auch? Ja, so dicke Scheinwerfer drauf und was man so halt früher hatte. Ne? Okay, Streifen, wann war das? 75. 75. 75 bis 79 habe ich den gefahren. Und damals hattest du den Traum, mal einen Capri RS zu fahren? Richtig, das war mal ein Traum, aber derzeit nicht erfüllbar, weil er hat ja 13.000 Mark gekostet zu der Zeit. Wäre froh, wenn er heute nur 13.000 Mark kosten hätte. Heute kostet er fast so. Und dann hast du, ich meine, du warst schon, Capri wusste ich auch von früher, als ich so groß war, habe ich schon die Fotoalben immer gesehen. Du hast ja nicht nur einen Capri gehabt. Ne? Nee, danach noch den Capri 2. Capri 2. Auch noch ein paar Jahre. Und aber das ist jetzt absolut der Ford Capri Endgegner, sagst du. Ja, ne? Das ist der Endgegner. Und da, wir reden hier von einem Ford Capri RS, Baujahr, was ist das? 73. 73. Und der besitzt was für einen Motor? 2,6 Liter mit der Kugelfischer. Mit dieser Kugelfischer, wo mein Vater völlig die Krise kriegt, weil es ganz wenig Leute nur gibt, die das hier in Deutschland machen. Gibt nicht mehr viele. Und seit 2016. Die Fotos, die ihr gerade seht, die ihr einspielt, so kam der Koffer hier hin. Ja, ne? Der war schon du hast das Auto, man kann ja mal so ein bisschen reden. Du hast das Auto dann als Bastlerauto oder als Projektauto gekauft. Ja, das war eigentlich ein Auto, was der fuhr auch nicht mehr, ne? Ersatzstallspender gelten sollte. Ersatzstallspender, genau. Und ja gut, dann ich hatte irgendwann immer das Vorhaben, so ein Ding nochmal zu bauen und wenn sich was lohnt und viel Geld reinzustecken, dann sowieso nur in dieses Fahrzeug. Ich weiß noch, dass wir den hier zerlegt haben und wir alle nur gefragt haben, da bleibt gar nichts mehr über von dem Auto. Ja. Da war so viel Rost. Als wir den entlackt haben, das erste Mal wurde der chemisch entlackt in Holland, ne, haben wir das machen lassen. Stimmt, haben wir in Holland machen dann lassen. Dann kam das Blech zurück und das Auto war... es war wenig Blech da. Mein Vater macht von allem Fotos. Ja. Unfassbar. Ne? Diese Generation und Handyfotos. Ihr habt so viele Fotos, müsstet ihr eigentlich sehen. Und dann hast du nicht auch irgendwie. Ja, dann haben wir den aufgebaut, metallmäßig, alles. So wie es ging, ne? Also alles so, selber. Ne? Ging, alles selber. Also das macht alles er hier selber, ne? Also wir geben das nirgendwo weg. Klar, also lackieren und so, ja, aber du hast jetzt alles ja hier immer Tage, aufgebaut, Nächte. Ja. Hier in der Halle dann weitergemacht. Ja. Und suchst dir die Sachen auch überall zurecht. Ja. Wir sind jetzt im sechsten Jahr. Man muss dazu sagen, das Auto hat 2 Jahre gestanden. Ne? Mhm. Zwischendurch mal ein Jahr, wo nichts dran gemacht worden ist. Und jetzt beim Lackierer
ist er nach 28 Monaten aus der Lackiererei wiedergekommen. 28 Monate? 28 Monate hat er in gut, der aber du musst auch sagen, weil sie uns eigentlich einen Gefallen tun wollten. Ja, wir haben keinen gefunden, der das für bezahlbares das Geld nochmal macht. Ne? Richtig, richtig. So. Es ist nebenbei gemacht. Und warum, so, jetzt sind wir in einem Status, wo wir euch auch anfangen können mitzunehmen. Und wir sind jetzt im Ende März 2022. Ja. Mal gucken, wann wir überhaupt dieses Anfangen hier bringen. Ich wollte 24-Stunden-Rennen mitfahren. 24-Stunden Classic mitfahren. So, und das Auto wird komplett originalgetreu, auch als Ford Capri RS wieder zusammengebaut. Ja. Komplett original. Komplett original. Nicht irgendwie, also ich habe wirklich keine Ahnung davon. Ja gut, original war der ja nicht verbreitert. Es gab da zwei Arten von Verbreiterung, oder gibt es, einmal eine runde und einmal eine eckige. Und das ist die original RS-Verbreiterung aus dem, ich glaube, 1972. Aber so konnte man den kaufen? Nee, den kaufen konntest du den eigentlich nur schmal, und das ist RS-Programm, das hat man sich im Zubehör gekauft. Ah, auch dieser Heckspoiler. Von Ford. Ja, der Heckspoiler war von RS, also okay. Es gab den RS-Händler und da konnte man sich RS-Teile dazu kaufen. Und hier ist wirklich, man muss auch, ne, das zeigst du auch im Detail, hier ist ja alles, du machst ja alles, packst du an, neu oder bereitest das auf. Hast du nicht auch die ganzen Schrauben alles weggeschickt zum Verzinken? Verzinken wieder. Ja. Und die waren bei der Flut, wir hatten die Flut ja hier, und bei euch zu Hause war es ja echt, der Keller schon unter Wasser, und die ganzen Sachen waren ja einmal voller Flut. Ne? Richtig, alles was fertig, einbaufertig war, zu 80%. Deine Innenausstattung? Alles ist in den Fluten. Deine Zylinderköpfe? Zylinderköpfe. So, und, nur der Motor, also Motor, Motorteile, Getriebe und Hinterachse. Und wie ist jetzt der Plan, wenn ich fragen darf? Also ich alles einbauen. Lass ihn immer machen. Und du machst der Motor und du, Manso, und du machst Motor, so wie Zeit ist? Ja, oder? Motor ist ja, das ist ja einfacher Motor, bis auf die Abstimmung der Kugelfischeranlage. Ne? Da hast du aber jemand für. Ja, ja, das werden wir machen lassen. Lackieren lassen haben wir jetzt 28 Monate. und sonst Kabelbaum und so, meine ich doch. Kabelbaum habe ich neu gemacht, ja. Selber, ne? Ja. Da war so ein Brett, hast du bestimmt auch Fotos von, ne? Ja. Hier hing so ein Brett, da erinnere ich mich. Du hast den Kabelbaum alles selber. Ja. So, das machst du alles selber. Ja. Okay. Also du brauchst keine Hilfe. Wir brauchen keine externe Hilfe. Nein, wir brauchen keine externe Hilfe dafür. Okay. Ich bin noch dafür, ich muss noch Reifen besorgen. Da schon die vierte WhatsApp gekriegt. Advan-Reifen besorge ich. Und sonst Felgen? Felgen alles original. Fertig, BBS. BBS-Felgen. Fahrwerk? Fertig. Fahrwerk original, Bildstein drin. Original Bildstein, aber neu, ne? Von Bildstein überholt worden. Überholt worden. Müssen die Details, musst du einfach dann im nächsten, das ist jetzt nur der Opener. Ich denke, es werden locker noch zwei oder drei Videos. Das letzte Video. In den nächsten drei Jahren. Das letzte Video wird dann da sein, wo meine Tochter, die jetzt 5 ist, damit mit 18 zur Hochzeit fährt. fahren kann. Ja, so ist der Plan. Nein, wir werden das schön mitnehmen, alles. Ich glaube, das wird viele interessieren, Ford Capri RS. Aber ganz ehrlich, es sagen voll viele, ey, wie geht's denn dem Opel? Weil, ey, seit 2016, ne? Langzeitkunden, weißt ja selber, Geschäftspartner, fragen auch immer, ey, was macht eigentlich, selbst der Herr Stegemann hat nochmal gefragt, ey, ist der Vater noch da dran? Ich sage, ja, ist er noch. 6 Jahre. Aber das, was denkst du? Wann haben wir hier die erste Probefahrt? Ende des Jahres? Ich hoffe in 4 Monaten oder so, dass das Ding dann zusammengebaut ist. Ist ja jetzt nur noch einbauen, ne? Alle Teile sind da? Alle Teile sind da. Ja, mal eine Klammer, die ich mir noch besorgen muss oder so. Aber und du hast immer noch Lust? Ja, ich habe wieder Lust, ja. Okay. Ich meine, das Ganze hat ja auch einen Vorteil gehabt. Man muss jetzt nicht die ganzen Teile innerhalb von 2 Jahren besorgen. Die Ersatzteile für die Autos werden immer teurer, immer seltener. Und vernünftige Qualität zu bekommen oder irgendwas, was man noch aufarbeiten kann. Und was denkst du, was steht denn hier bald für einen Wert? So, was sind die Autos wert? Keine Ahnung. Für dich natürlich unbezahlbar, habe ich schon mal gefragt. Aber was meinst du, wo werden solche Autos in dem Zustand dann gehandelt? Weiß ich nicht. Also ich... Also sind sie so richtig teuer? 70. Echt? 70. Okay. Müsste eigentlich. Ja so, wenn der ist ja nagelneu, da ist ja null. Mhm. Von null auf an. Okay. Und gelb, weil der Wagen der in der Fahrgestellnummer das Daytona-Gelb. Weil wir gesehen habt, hat. Weil ihr gesehen habt, das Ding war schwarz-rot. Schwarz, ne? Der war rot, der war schwarz, der war blau. Der war rostig. Der hatte viele Farben gehabt. Aber letztendlich konnte man auch dieses Gelb einmal am Kotflügel sehen. Okay. Und wie gesagt, damals ist die Farbe immer in den Fahrgestellnummern hinterlegt worden. Und du sagst einfach aus hundertprozentigem Wert her und so wie es sein muss. Ja, also, und A ist Gelb. Also es ist nicht deine Lieblingsfarbe. Ist einfach doch, Gelb ist auch meine Lieblingsfarbe. Aber du wusstest das nicht, als die Fahrgestellnummer. Aber du wusstest nicht, als du das Auto gekauft hast, dass das Auto Gelb war. Nein, da war auch. Da wusste ich noch niemals, dass das in der Fahrgestellnummer hinterlegt ist. Okay. Hast du denn vorher einen Plan, welche Farbe du machen willst? Nö. Okay.
Ja, man muss das ja mal fragen. Ich habe das Auto per Telefon gekauft. Ich habe das vorher nur auf dem Bild gesehen. Das Teil, was du da gekauft hast, das war ja weit weg von einem Auto, Papa. Ich glaube, wenn ich den vorher so nackend gesehen hätte, ohne Farbe, hätte ich den gar nicht gekauft. Können sich, glaube ich, alle verstehen. So. Aber ja, wir nehmen euch jetzt mit. Das war jetzt mal der Opener, weil das Auto steht ja, wie gesagt, schon seit ein paar Jahren immer mal hier irgendwo und alle Kunden oder viele Kunden, die hier rumgehen, sagen, oh, cool. Jetzt öffnen wir das Ganze mal. Okay, also in diesem Sinne, seid gespannt. Ich bin gespannt und wir nehmen euch jetzt Details, stellt mal Kamera hin. Und ich glaube, das nächste Mal komme ich dazu, wenn die Achsen mal drin sind, würde ich sagen. Achsen und sowas alles, ne? Okay, also schön. Drückt ihm die Daumen, ne? Und wir schauen, wie die erste Ausfahrt wird. Ich glaube, das wird noch mehr Leute interessieren, wie damals den Audi 90, weil das ist hier schon total. Ja, Audi 90 ist ja ein paar Jahre jünger, ne? In diesem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Tschüss.